Ja, bisschen Auswahl haben wir ja noch. Die Kiste ist voll. Zwei Sachen haben wir hier irgendwie doppelt. Fußball, Freunde von Titisept und traumhafte Badeperlen mit Maracuja und Zwergorangenduft. Ja, die Kiste ist voll. Machen wir mal zu trotzdem, weil ich habe ja nicht nur die Kiste, ich habe ja auch noch große Boxen von Dresdner Essenz haben wir da eine. Kleine Nixe, Badespektakel von Lüttes Welt, Naturkosmetik haben wir noch. Das ist ja keine ganz so große Box. Hier haben wir noch den Tiefseetaucher mit einer Sprudeltablette von Tetisept. Und vor Jahrtausenden gab es bei Aldi mal noch Badewasserfarbe in Türkis und Pink. Und Donald Duck Knisterspaß. Knisterbad hatten wir schon lange nicht mehr, deswegen machen wir die jetzt heute. Ja, da sind ein paar Tüten drin. Ich nehme mal zwei. So, Badewanne voll ist es schon. Da ist jetzt nicht viel Text, nicht viel zu beachten. Ich hoffe, man kriegt das irgendwie auf. So, da haben wir die Tüte. So sieht's aus. Und okay. Die Schweine haben kein Upsi zum Aufmachen dran gemacht. Für die Schweinerei. Gut. Kluger Mensch ist immer vorbereitet. Also hier, da ist wirklich nichts zum Aufmachen. Deswegen nehmen wir jetzt ein kleines Messer. Machen wir uns den Nipsel selber ran. So, und dann kann man das nämlich auch aufreißen. Ja. Und ich habe gesagt, ich nehme zwei Tüten, sonst kriegt das Zeug ja nie alle. So, da haben wir zwei Tüten offen. Messer beiseite. So. Das Zeug selber ist rosa. So, dann machen wir mal rein. Gucken wir mal, ob es knistert. Ja, es knistert. Und wie man sieht, es färbt eher nicht. Knistert lustig vor sich hin. Oder? Und färbt es? Nee. Also, die Wanne bleibt weiß. Ja. Und nächste Woche nehmen wir irgendwas aus der schwarzen Box wieder. Danke fürs Zuschauen. Und ich glaube, das war die langweiligste Folge dieser Show. Aber trotzdem, danke fürs Zuschauen.